Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoreihe Filmen leicht gemacht. Mit dem heutigen Thema ISO. Was ist die ISO, wofür brauche ich sie und wie setze ich sie ein? Das sehen wir jetzt. Die ISO, ISO, steht für International Standard Organization. Diese Organisation hat im Bereich Technik und Wissenschaft diverse Normen entwickelt. Im Filmbereich bezieht sich die ISO-Norm auf die Lichtempfindlichkeit von Filmrollen. Hat eine Filmrolle eine geringe ISO-Norm, zum Beispiel den Wert von 100, ist diese Filmrolle geringfügig lichtempfindlich. Das heißt, mit dieser Filmrolle kann ich zum Beispiel bei direktem Sonnenlicht unter freiem Himmel drehen. Hat eine Filmrolle eine hohe ISO-Norm, zum Beispiel 2500 oder höher, ist diese Filmrolle stark lichtempfindlich. Das heißt, ich kann bei geringfügigem Umgebungslicht Filmaufnahmen machen, zum Beispiel in einem geschlossenen Raum. Digitalkamerahersteller haben diese ISO-Norm in Bezug auf die Lichtempfindlichkeit ihrer Kamerasensoren übernommen. Gehen wir von einem Beispiel aus. Unsere Kamera hat einen nativen ISO-Wert von 400. Das heißt, unser Sensor ist geringfügig lichtempfindlich. Wir drehen in einem geschlossenen Raum bei wenig Umgebungslicht. Unser Bild ist also dunkel. Was machen wir? Die ISO nach oben drehen. Aber wenn wir die ISO nach oben drehen, verlieren wir auch an Bildqualität. Erhöhen wir die ISO-Norm ein oder zwei Stufen, ist der Qualitätsverlust nur geringfügig. Erhöhen wir die ISO aber stark, haben wir einen starken Qualitätsverlust. Das Bild fängt an zu rauschen, es wird verpixelt und im schlimmsten Fall können wir unsere Aufnahmen gar nicht gebrauchen. Was machen wir also? Unsere Zielsetzung ist es, immer mit dem nativen ISO-Wert des Kamerasensors Bildaufnahmen zu machen und den ISO-Wert nur geringfügig abzuändern. Wenn unser Bild aber immer noch zu dunkel ist, wäre es die beste Möglichkeit, über externe Lichtquellen das Bild aufzuhellen, wie Scheinwerfer, oder mit der Blende und der Belichtungszeit zu arbeiten, um die Belichtung des Bilds zu korrigieren. Also nochmal ein kurzer Recap. Die ISO verändern wir erst als allerletzte Möglichkeit. Vorher arbeiten wir mit externem Licht, der Blende oder der Belichtungszeit, um keinen Qualitätsverlust einbüßen zu müssen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Thema ISO helfen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video unserer Lernvideoreihe Filmen leicht gemacht.